herzlich willkommen bei 5,6. Wie ihr seht, wir haben einen alten Bekannten hier bei uns. Den muss ich eigentlich gar nicht mehr vorstellen, ihr habt ihn schon längst erkannt gerade. Jan Seifert, Rennfahrer. Oh Gott, jetzt muss ich erst mal aufzählen, was du alles machst. Am besten ich zähle auf, was du nicht machst. Das ist wahrscheinlich kürzer. Also Rennfahrer, Driving Instructor, AMG Academy, Test- und Entwicklungsfahrer, Moderator bist du. Ja. Wo ist der Eurosport? Eurosport, D-Max, NTV, ja, genau. Dann bei Grip bin ich ab und zu sehen. Genau, bei Grip. Dann genau. Natürlich sein eigenes Vlog blenden wir ein, kennt ihr schon. Sein eigener Kanal, wirklich, also es ist eigentlich wirklich mehr als ein Vlog. Es ist wirklich Unterhaltungsfernsehen, müsst ihr unbedingt mal euch anschauen. Dann Fotograf und vor allen Dingen Fachmann, also AMG-Fachmann. Und deshalb ist es auch schön, weil wir haben halt hier ein Auto, ein ganz besonderes Auto, in dem wir heute sitzen. Zu einem ganz besonderen Anlass. Wir sind in einem AMG GTC Edition 50, Edition 50. Warum 50? Ganz klar, AMG hat dieses Jahr das 50-jährige Jubiläum. Und es gibt diese Sonderedition in Graphitgrau Magno-Lack aus. Also sieht wirklich aus wie ein James-Bond-Karre. Das ist unglaublich so geil. So ein bisschen Batmobil ist das. Ja. Wirklich so ein bisschen, ja, genau. Überall hier so silbernes Leder, silberne Gurte. Ja, schwarz, matt, dieser geile Mikrofaser-Dynamika-Himmel. Also alles, was man haben kann einfach. Und das GTC, wisst ihr ja, ist im Prinzip die leicht abgespeckte Variante des GTR. Für den normalen Straßengebrauch kann man sagen, wobei der GTR ist auch für die Straße zugelassen. Und wir sind jetzt auf dem Weg in diesem Wochenende zum Family-Treffen oder Familientreffen der AMG GT-Familie. Das sind nämlich inzwischen ja schon 8 Familienmitglieder, die es gibt. Und die zeigen wir jetzt einfach mal, dass wir uns mal wieder einen Überblick verschaffen, weil es ist einfach so viel rausgekommen beim GT. Wettertechnisch ist es so, es ist ein bisschen für Fortgeschrittene, aber wir haben uns gedacht, ja, bei Sonnenschein fahren kann jeder. Ja. Und ihr kennt ja Jan, Jan stellt mal die Karre auch mal gerne quer, schön, gerade auf dem Bilster Berg, von daher, ja, freue ich mich drauf. Macht so einen Spaß, selbst bei den Witterungsbedingungen, weil die Vorderachse hat richtig viel Grip. Man kann immer einlenken, das Heck kommt natürlich, aber nehme ich mit. Wo muss ich unterschreiben? Wo kann ich kaufen? Wo ist der Verkäufer? Ich ziehe schon mal diesen Helm an, ich sehe jetzt gleich aus wie Humpty Dumpty. Augenblick. So, genau, nimm mal die Brille ab, das macht sich nämlich besser. So, guck mal, jetzt sehe ich super aus, oder? So, jetzt sind wir sicher. Pass auf, der Ablauf. Ja. Im Ablauf her machen wir es jetzt so. Ich fahre von weg. Mhm. Und du folgst mir einfach. Mhm. Wir haben nasse Bedingungen, das heißt also, wir müssen so ein bisschen vorsichtiger machen. Erstmal die Räder auf Temperatur bringen, die Reifen. Ja. Und dann steigern wir das Tempo. Wir sind mit der Funk verbunden, das heißt also, ich werde dir ein bisschen was erzählen. Okay. Und du fährst mir einfach hinterher und testest das Ganze aus. Super, cool. Ich bin gespannt. Das ist mein Auto, du überholst mich gleich. Ich überhole dich gleich und dann geht's los. Perfekt, dann bis Komm. Gleich. Ich hab ein bisschen Angst. So, Johannes. Du wirst jetzt dein blaues Wunder erleben. Also Johannes, ich denke mal, du solltest soweit startklar sein. Pass auf, also in der Mittelkonsole, du kennst das Spielchen ja, hast den Ganghebel, einfach einmal ganz nach hinten ziehen. Es empfiehlt sich im Drive-Mode, also im Dynamic Select, auf S oder S Plus zu gehen. Das heißt also im sportlichen Modus oder im Sport Plus Modus. Das ESP lassen wir aber komplett an. Das heißt also, den Taster, den berühren wir gar nicht. Und von der Dämpfung her kannst du entweder die erste Stufe, dass nur ein Licht an ist. Das heißt also, dass du da im Sportmodus bist. Oder du gehst ganz auf Komfortmodus mit der Dämpfung. Und dann rollen wir einfach mal los. Ach, ich bin gespannt. Ich kenne die Strecke überhaupt nicht. Ich hatte großen Respekt. Erstmal überhaupt, als ich wusste, es geht zum Bilster Berg, und da hatte ich schon ein bisschen Respekt, weil die Rennstrecke kenne ich überhaupt nicht. Und sie ist aber sehr bekannt, weil sie ist ziemlich anspruchsvoll, kann man ja sagen. Ja. Ist wirklich eine Achterbahn. Und Gott sei Dank haben wir es ja dann zusammen fertiggebracht, dass du ein für mich exklusives Lead and Follow gemacht hast. Genau, wir haben ein kleines Coaching richtig gemacht. Also ja. Das war wirklich so, einfach mal zu zeigen, und das ist gerade bei den Bedingungen ganz, ganz wichtig, dass man einfach jemanden erklärt und zeigt, wie funktioniert das jetzt bei diesen widrigen Bedingungen, weil wir hatten sogar ein bisschen Aquaplaning auf der Strecke, ja, weil einfach ein bisschen stehendes Wasser war. Ja. Und trotzdem hast du halt gemerkt, dass der GTR die Traktion trotzdem auf die Straße bringt. Und das ist das Krasse. Wir hatten Glück. Wir hatten so eine Lücke zwischen den zwei Regenwolken, wo es ein bisschen trockener geworden ist. Und diesen Unterschied hat man gemerkt. Wir haben relativ nassen Wahnsinn begonnen. Ja. Und es wurde dann langsam trockener, ja, und immer besser. Und das ist echt
nicht so schlecht gewesen. Gerade am Ende dann zu sehen, wenn die Reifen auf Temperatur waren, ja, wie es dann einfach mal richtig nach vorne geht. Ja. Also, dann geht's raus hier aus der Boxengasse. 50 km/h hier am Bilsterberg. Im Rennsport, im Motorsport sind 60 km/h. Und dann geht's hier raus. Wie gesagt, nasse Bedingungen, das ist jetzt gerade, sind ganz schlimme Bedingungen eigentlich. Denn wir sagen so schön, das ist weder Fisch noch Fleisch hier das Ganze. Das ist nicht richtig nass, aber nicht richtig trocken. Das heißt, wir müssen die Reifen auf jeden Fall auf Temperatur bringen. Rund um die Strecke haben wir dir so ein bisschen Hilfestellung gegeben. Das heißt, blaue Pylonen, wenn du blaue Pylonen um die Strecke siehst, dann heißt das, das ist eine Bremszone. Das heißt, da solltest du irgendwann mal den Anker werfen. Und rote Pylonen zeigen dir Einlenkpunkte und Scheitelpunkte der Kurven. Da kann sich so ein bisschen rumhangeln. Ja? Also hier zum Beispiel auf der linken Seite. Dann können wir jetzt hier wieder rechts rüber auf immer Richtung dieser Pylonen fahren. Das ist so ein bisschen dein Fokuspunkt. Bilsterberg, vielleicht ganz kurz zwei, drei Worte zum Bilsterberg. Der Bilsterberg ist eine typische Test- und Präsentationsstrecke, wie es so schön heißt. Das heißt also keine vollwertige Rennstrecke. Das heißt, hier können theoretisch von den Standards her Autorennen gefahren werden, aber von der Strecke, vom Streckenverlauf, du merkst es auch schon hier, Mausefalle zum Beispiel, so heißt der Part hier, da ist es so, dass du da mit dem Rennauto so ein bisschen Probleme haben würdest. Deswegen Test- und Präsentationsstrecke. Und diese Strecke hier ist auch die einzige, die es auch schafft, mir als Fahrer ein mulmiges Gefühl im Magen zu verleihen. Also hier wird mir selbst als Fahrer bei zu vielen Runden schlecht. Wir rollen jetzt also diese erste Runde mal ganz locker rum. Hier haben wir jetzt die Gegengerade. Ich meine, du darfst nicht vergessen, du hast jetzt mal eben so 585 Pferdchen unterm Hintern. Ja, also da musst du schon dran denken, weil im GCR, im AMG GCR, wo wir ja drin sitzen, haben wir 585 PS. Der stärkste AMG GT, den wir in der Palette haben. Der Fokus liegt natürlich bei vielen immer beim AMG GTR. Das ist so der Supersportler, ist ja auch das Aushängeschild. Zusammen mit Jörg Letzel bin ich jetzt hier und er ist der Produktmanager der AMG GTs. Jörg, was gibt es aber noch? Also ich meine, GTR, den kennen wir alle, das giftgrüne Auto, Beast of the Green Hell, wie es so schön heißt. Ja. Aber was gibt es noch? Klar, wir haben Ende 2014 haben wir mit dem GT, GTS die ersten Modelle der Familie vorgestellt. Die beiden Coupés sind sehr erfolgreich im Markt angekommen. Jetzt, dieses Jahr, im Frühjahr, haben wir die Familie entsprechend erweitert, um den besagten AMG GTR im März diesen Jahres Markteinführung. Danach die beiden Roadster-Modelle, GT und GTC Roadster, sind wirklich auch sehr, sehr erfolgreich am Markt angekommen. Aber auch die schon im Markt befindlichen Modelle, den AMG GT wie auch den AMG GTS, haben wir konsequent weiterentwickelt, indem wir halt auch nochmal die Leistung angepasst haben, entsprechend das Portfolio, angepasst Portfolio an Sonderausstattung nochmal erweitert haben, um einfach für jeden Kunden, den wir haben, in diesem Segment entsprechend das perfekte, nahezu perfekte Auto anbieten zu können. Wenn wir jetzt mal der Reihe nach durchgehen, wo befindet sich denn welches Auto? Also ich glaube, mit dem AMG GT wie auch GT Roadster, wenn man ein offenes Auto bevorzugt, ist man natürlich mit diesem Modell halt perfekt aufgehoben. Das ist ein kompletter Sportwagen, der letztendlich wirklich den Fahrspaß bietet, der für AMG einfach typisch ist. Die Performance, wie sie von einem Sportwagen entsprechend erwartet wird. Das heißt aber auch, wenn Kunden sagen, ja, ich suche einfach noch ein bisschen mehr Leistung, diese Kunden sind dann beim AMG GTS entsprechend halt als Coupé, finden dann natürlich auch ihr Modell. Auch in der Driving Academy gehen wir mit diesem Fahrzeug auf die Rennstrecke und das Fahrzeug mit entsprechenden Optionen, die das Fahrzeug noch sportlicher machen, wie zum Beispiel ein AMG Dynamic Plus Paket oder der Keramik Hochleistungsbremsanlage, bietet das Fahrzeug natürlich auf der Rennstrecke den vollen Fahrspaß. Das kann ich alles mit dem GTS zum Beispiel machen? Das kann man mit dem GTS machen und das ist das Besondere noch als Ergänzung. Jetzt mit dem aktuellen Modelljahr seit April diesen Jahres können Kunden eines AMG GTS in Verbindung mit dem AMG Dynamic Plus Paket, das ich gerade erwähnt habe, auch die optionale aktive Hinterachslenkung mitbestellen, wie wir sie aus dem GTR bzw. GTC als serienmäßiges Feature kennen. Also direkt das Thema Transfer-DNA in die Autos rein. Also das heißt vom wirklich Supersportwagen runter
zwei Stufen weiter runter, aber trotzdem immer die gleiche Fahrdynamik zu haben. Jetzt stehen wir hier an so einem richtig schönen Roadster. Mhm. Ja, also schön das Dach auf. Mhm. Ja. Der ist ja jetzt nicht unbedingt, oder Roadster, mhm. Cabrios sind nicht unbedingt bekannt dafür, um die Super- oder mhm. die Sportwagen zu sein. Kann ich aber mir bei AMG auch sowas holen, dass ich sage, hey, ich habe zwar einen Roadster, ja. aber trotzdem den Fahrspaß von ja. einem richtig schnellen Auto? Also Jan, ich würde primär erstmal letztendlich sagen, gerade auch bei unseren Roadster-Modellen, es ist primär kein Roadster, sondern es ist primär ein Sportwagen. Mhm. Ein Sportwagen, mit dem man halt mit der Option, das Verdeck zu öffnen, einfach dieses intensive Erlebnis die Emotion von Sound, Emotionen einfach nochmal viel purer, Fahrtwind, Geräusche letztendlich nochmal viel purer letztendlich zu erleben. Und gerade bei den Roadster-Modellen haben halt meine Kollegen aus der Entwicklung wirklich alles getan, dass dieses Auto entsprechend genauso performant ist wie die Coupé-Modelle mit entsprechenden Versteifungen, die Verbindungssteifigkeit auf das annähernd gleiche Niveau wie eines Coupés letztendlich hieven, ohne das Gewicht dramatisch zu erhöhen. Und trotzdem gibt es noch eine Stufe, der GTC 50 ja. Jahre Edition, was ja auch ein Roadster ja. ist, und der nochmal einfach das Level so ein bisschen anhebt. Ist das richtig? Absolut, ja, okay. Du sagst gerade GTC Edition 50 als Roadster gibt es aber auch als Coupé, weil wir haben sicherlich Kunden, die danach schauen und sagen, ja, ich möchte einfach die Leistung oder auch technische Features, die vom GTR kommen, in meinem Fahrzeug haben, aber suche nicht nach dieser Expressivität, die eine GTR mit seinen Aerodynamik-Elementen auch im Exterieur natürlich letztendlich darstellt. Kommen wir ganz zum Schluss noch zum AMG GTR. Das ist ja, wir müssen ja, einfach ja. drüber sprechen, weil das ist einfach das Top-Auto. Wir sehen ihn hier auf der Strecke. Wir reden auch gerne drüber. Wir reden auch gerne drüber. Ich meine, es bringt immer gleich ein Grinsen auf die Lippen. Ist es ein Auto, was ich auch ganz normal im Alltag fahren kann, oder ist es schon eigentlich ein kleines Rennauto? Ein ganz klares Ja zu der Frage Alltag. Mhm. Also wir haben natürlich nicht nur Kunden, die das Auto permanent oder am Wochenende auf der Rennstrecke bewegen. Also dieses Auto, und ich glaube, das muss man einfach, das Fahrauto mal fahren, um das zu erleben, kann auch von jemandem gefahren werden, der das einfach im Alltag bewegt. Mhm. Und Menschen wie du, Rennfahrer, professionelle Rennfahrer, sind nicht letztendlich unterfordert. Das heißt also, ich kann es ganz normal im Alltag fahren, ja. aber wenn ich einfach mal Lust habe, auf die Rennstrecke zum Bilsterberg zu gehen oder so, kann ich auch genauso performen, ja. wie mit einem Auto, was vielleicht nur dafür gemacht ist. Man muss das natürlich immer unter dem Gesichtspunkt, wir haben hier einen Sportwagen sehen. Mhm. Das heißt, so ein Auto wird natürlich letztendlich, und dafür haben wir es auch nicht gemacht, den Komfort eines AMG S63 oder AMG E63 zu bieten. Mhm. Dafür ist das Auto ist als Sportwagen konzipiert, aber wie gesagt, absolut im Alltag bewegbar. Für euch hast du deine erste Runde geschafft, Johannes. Herzlichen Glückwunsch. Und dann kannst du immer schön an mir dranbleiben, genau wie du es machst. Das ist perfekt. Dann können wir eben das Tempo ein bisschen anziehen. Also, du merkst, wenn wir das Tempo ein bisschen anziehen, fängt das Auto ein bisschen mehr an zu rutschen. Das heißt, wir müssen vorsichtig ans Gas gehen, vorsichtig bremsen. Okay, komm, bleib schön dran. Das war mega krass. Also als ich dann da ausgestiegen bin, habe ich gedacht, wow, Hammer. Also ich war froh, dass ich hier halbwegs hinten dranbleiben konnte. Brille war beschlagen. Das sah super gut aus. Vor allem der Helm ist natürlich auch geil, wenn man sowieso gerade so ein bisschen fülliger ist und dann crutscht der Helm dir natürlich das Gesicht zusammen. Siehst du halt richtig vorteilhaft aus, aber das ist scheißegal. Eitelkeiten brauchen wir hier nicht, weil es geht wirklich um dieses, ja auch, muss ich da sagen, es ist ja auch ein Sportgerät. Ich habe aber wirklich Sport gemacht, weil wenn man in diesem Auto sitzt, man muss wirklich, es ist ein Fitnessgerät, weil du hast natürlich sowieso Brainpower, du musst wirklich auch mit deinem Hirn die ganze Zeit voll dabei sein, fast wie ein Schachspieler, also musst ja auch die Strecke lesen können. So ein Profi, der lebt ja quasi 90% wahrscheinlich davon, die Strecke zu lesen. Ja, ja nur. Also wenn du als Rennfahrer, als Profi-Rennfahrer ist es so, das Autofahren ist nebenbei, das geschieht wirklich nebenbei. Das ist ein Automatismus, da denkst du gar nicht mehr drüber nach, sondern wie du sagst, du liest die Strecke, du im Rennen guckst du, was machen die Gegner, was machen die anderen. Das kommt ja auch noch dazu, wir werden ja keine Gegner. Richtig, weil was kannst du da für Strategien dir zurechtlegen, aber für dich ist es natürlich noch mal krasser, weil für mich ist wieder gestern das Autofahren war Nebensache. Ja. Ich wusste genau, was ich mache, was ich zu tun habe, bei den Verhältnissen. Ja, du hast ja locker mit einer Hand gelenkt und mir noch hier perfekt. Das ist der Hammer. Und ich hatte demzufolge aber auch Zeit, zum einen dir Tipps zu geben und zum anderen hatte ich aber auch Zeit, die Strecke zu lesen und konnte daraus Schlüsse schließen und sagen, okay, ich muss jetzt hier das und das machen, langsamer fahren, von der Linie ein bisschen versetzter fahren, damit ich halt
den optimalen Grip habe, die optimalen Verhältnisse einfach habe, weil ich diese Kapazität frei habe. Und das ist für dich natürlich genau, wie du es gesagt hast, Hochleistungssport. Du warst einfach nur Autofahren. Ja. Was muss ich machen? Habe ich die richtige Lenkradhaltung und sowas? Genau. Ja. Also das, ja. Wenn du ranfährst an die Kurve, heißt es, du bremst an, du solltest dann, während du mehr einlenkst, solltest du den Bremsdruck reduzieren, also ein sogenanntes Trailbraking machen, reinbremsen in die Kurve. Am Scheitelpunkt solltest du keine Bremse mehr haben, also jetzt hier solltest du runter sein von der Bremse und langsam wieder aufs Gas gehen. Und wenn das Auto gerade steht, voll drauf auf dem Pinsel. Komm, hörst du es? Klingt geil, wa? Wir haben ja beim GT, GTS diese normale Auspuffanlage, die ich meine. Und auffällig beim GTR ist halt das große Mittelendrohr. Hat das was mit der Leistung zu tun oder ist es nochmal soundmäßig noch was anderes? Sowohl als auch. Zum einen Leistung, Gewicht ist hier das Stichwort. Mhm. Das ist eine Titanabgasanlage. Okay. 6 Kilo Gewicht konnte man damit nochmal sparen. Und natürlich das Sounddesign, die Soundkomposition ist ja auch nochmal verändert, um dem GTR wirklich ein prägnantes Erlebnis oder dem Kunden im GTR nochmal ein prägnantes Erlebnis zu bieten. Von daher ist diese Abgasanlage auch dreiflutig. Das heißt, wir haben 2 Auspuffrohre links und rechts und eins in der Mitte, ist halt auch die Besonderheit des GTRs. In der Mitte auf der Mittelkonsole den kleinen Knopf, da ist ein Auspuff auch drauf. Ja. Was passiert rein technisch im Auto? Gehen da die Klappen auf? Was passiert dann? Wie viele Klappen sind das, die dann aufgehen? Man sieht sie hier sehr gut. Eine Klappe links, eine Klappe rechts. Ja, und da, genau. Die öffnet sich dann und dann wird der Sound nochmal performanter. Das heißt also, bei diesen geschlossenen Klappen sind wirklich Klappen drin, die sind zu sind. Wirklich eine ganz normale Klappe. Wir haben ein bisschen mehr Rückstau, einfach, dass der Klang ein bisschen gedämpft wird. Und wenn ich aufs Knöpfchen drücke, jetzt klack und dann auf. Meine wichtigste Taste ist wahrscheinlich hier die Auspuffklappe. Jetzt ist er ein bisschen lauter geworden. Ja, genau. Und wenn du jetzt, und das ist der Trick dabei, wenn du jetzt noch auf Race zum Beispiel gehst. Oh. Weißt du, was das Geile ist? Wie der so knallt. Ja. Wie der so hinten raus, dieses Backfire. Ja. Unglaublich. Also das ist, ich sage immer so schön, ein Orchester, ja, das so spielt. Ja, und du bist der Paganini. Ja, du merkst schon, wir ziehen das Tempo weiter an, Hannes. Dadurch wird es natürlich ein bisschen schwieriger zu fahren. Wir tasten uns halt immer weiter ans Limit ran. Aber Runde um Runde steigt die Temperatur in den Reifen. Der Luftdruck geht ein bisschen nach oben. Und demzufolge hast du einfach mehr Haftung, weil der Reifen sich besser verzahnt mit der Straße. Und somit der AMG GTR sein komplettes Potenzial erstmal entfalten kann und komplett da arbeiten kann. Wir haben eine Hinterachslenkung. Wir wissen, dass uns dieses System mehr Agilität im unteren Geschwindigkeitsbereich bringt. So viel Agilität, dass sie eigentlich nicht transportiert werden könnte in hohen Geschwindigkeitsbereich. Da beginnt aber dann die Hinterachslenkung nicht mehr zu agilisieren, sondern dem Fahrzeug mehr Stabilität und Kontrolle zu verleihen. Ganz wesentliches System, dass wir die Spreizung zwischen Agilität und Stabilität haben im Auto. Und jetzt, wenn der Lange sich ins Auto reinsetzt, spürt er das? Ist ein ganz guter Punkt. Generell verfolgen wir die Strategie, dass Systeme sich nicht aufdrängen. Hier soll kein System kommen und dem Fahrer sagen, du pass mal auf, hoppla, jetzt komme ich, jetzt bin ich da. Mhm. Wir möchten nach Möglichkeit nur die Vorteile der Systeme haben. Mhm. In dem Fall spürt sich das Fahrzeug sehr agil an dem unteren Geschwindigkeitsbereich, weil es auch sehr agil ist, weil die Hinterachslenkung im Gegensatz zur Vorderachse einschlägt.
Okay. Ich habe das mal irgendwann so erklärt gesehen, dass es quasi virtuell den Radstand verkürzt oder verlängert. Ne? Das ist, glaube ich, die physikalische Entsprechung davon. Richtig, genau. Also weil du hast ja, wenn du einen kurzen Radstand hast, was in niedrigen Geschwindigkeitsbereichen mit dieser Hinterachslenkung ist, dann ist das Auto klein und wendig. Ja. So ein Go-Kart. Ja, ein Go-Kart ist ja klein und wendig. Ich glaube, jeder war schon mal auf der Go-Kart-Bahn. Ja. Und da merkt man ja, wie klein und wendig das Auto ist. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo man sagt, wir brauchen nicht noch mehr Agilität. Da beginnt das System ganz langsam sich umzuorientieren und in gleichsinnige Richtungen zu arbeiten. Das bedeutet aber, das macht es in einem fließenden Übergang. Ein fließender Übergang, da gibt es sogar einen Geschwindigkeitsbereich, der diesen Übergang kennzeichnet. Okay. Und das ist der Bereich bei etwa 100 km/h. Um den Bereich herum beginnt die Strategie sich zu ändern Richtung Stabilität. Okay. Aber um auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, egal welches System im Fahrzeug jetzt zur Anwendung kommt, Systeme sollen sich nicht in den Vordergrund drängen, sie sollen nur ihren positiven Effekt haben. In dem Fall ist es Agilität, Stabilität, auch das Gefühl von hohem Hinterachsgrip zum Beispiel. Von wie viel Grad oder wie viel sprechen wir da? Ich glaube, da sprechen wir von 1, 1,5 Grad. Ist das richtig? Du bist sehr gut vorinformiert, Jan. Ich bin das Auto schon ein, zwei Mal gefahren. Es sind maximal 1,5 Grad, was das System hier durch ein paar ganz wenige Millimeter der Längenänderung der Spurstange hier einschlagen kann. Mhm. Diese 1,5 Grad, die ergibt sich im Maximum aber nahezu nur beim Parkieren. Okay. Wenn wir hohe Geschwindigkeit fahren, dann tun es viel kleinere, ganz subtile Lenkwinkel, die aber sofort dazu führen, dass Seitenkraft an der Hinterachse aufgebaut wird und kein Überschwingen der Achse passiert, wie bei einem passiven System. So, Johannes, weiter geht's im Programm. Nächste Runde. Du merkst, ich ziehe das Tempo immer weiter an und du kannst immer gut mithalten. Sehr gut. Und du merkst auch hier, das Auto rutscht jetzt schon weniger in der Kurve. Erinnere dich mal, erste Runde, wie es da gerutscht hat. Jetzt kannst du schon richtig ausbeschleunigen. Wenn wir jetzt ein Stück weiter nach vorne wandern, sehen wir hier einen riesengroßen schwarzen Carbon-Tunnel. Ja, das ist, da steht es schon, das ist unsere Carbon-Torque-Tube. Mhm. Und das ist jetzt ein Merkmal, das ist tatsächlich nur den GTR vorbehalten. So wie wir es hier haben, diese steife Verbindung zwischen vorne Motor und hinten Getriebe in Carbon ist nur im GTR drin. Macht das fahrdynamisch einen Unterschied, ob ich diese Torque-Tube so habe oder, weil du als Leiter des Fahrdynamik-Teams, ist es von der Steifigkeit nochmal was anderes auch im Auto? Nein, das Thema ist hier, steif sind beide Versionen, das Thema ist hier, dass wir Gewicht rausbringen. Wir haben Größenordnung 10, 12 Kilogramm, die hier aus dem Auto rauskommen und der GTR ist ohnehin leichter und muss auch als Sportwagen, als Top of the Line im Sportsegment leichter sein als Basisfahrzeug und hier holen wir einen ganz wichtigen Ertrag an Gewicht raus. Was wieder die Fahrdynamik unterstützt, das heißt also natürlich leichteres Auto unterstützt mich natürlich auch wieder in der Fahrdynamik. Jetzt gibt es natürlich Systeme im GTR drin, die sind nicht alleine im GTR vorbehalten, die sind aber ganz wichtig für ihn, dass er seine Zielfahrdynamik erreicht. Mhm. Und da schauen wir jetzt mal genau dadurch hier drauf. Okay, wir also sehen hier das Motorlager vorne links. Okay. Das ist hier, da sieht man, da ist eine Steckmöglichkeit dran. Da würde normalerweise ein Kabel jetzt reingehen. Okay. Und diese Kabel das geht rein. Sinn. Das hat einen Sinn. Übrigens vorne wie hinten, beides dann. Das ist dann ein gesteuertes, ein geregeltes Motorlager, ein sogenanntes magnetorheologisches Lager, ein MR-Lager. Je nachdem, welchen Strom ich anlege, verhärtet die magnetorheologische Flüssigkeit im Lager drin und macht das Lager steifer. Okay. Das heißt, wenn ich sehr dynamisch, sehr schnell unterwegs bin, kennst du als Rennfahrer, dann möchte man, dass im Auto nichts rumwackelt und rumrappelt. Das stört jede präzise Lenkkorrektur. Korrekt, ja. Das muss steif sein. Ja, wir sagen Auto, das Auto fühlt sich so schwammig an. Genau. Genau. Und es würde sich schwammig anfühlen, wenn wir das Auto maximal auf Komfort auslegen würden. Dann müsste das Lager weich sein. Da könnte man sagen, machen wir halt einfach ein ganz hartes Lager rein. Ja, aber das Auto wird auch noch im öffentlichen Straßenverkehr gefahren. Da gibt es ein paar Schachtdeckel oder mal Kopfsteinpflaster. Und dann haben wir die Möglichkeit, dieses Lager weich zu machen. Okay. Das heißt, wir haben dennoch Komfort drin. Wenn es dynamisch wird, dann merkt das Ding das und verhärtet automatisch. Also es ist auch noch ein cleveres System und macht das automatisch das Ganze. Das clevere System haben wir clever gemacht, ja. Perfekt. So, dann fahren wir mal zurück in die Boxengasse und schauen mal, ob es dem Johannes noch gut geht. Eine kleine Überraschung habe ich ja noch für ihn. Schauen wir mal, wie es Johannes geht.
Alles gut bei dir? Der Hammer, der Hammer. Ich konnte teilweise dich gar nicht verstehen, aber es ist megamäßig, wirklich. Also es ist wirklich eine Achterbahn, das ging in den Magen. Und du hast gemerkt, ich bin auch ein paar Mal ausgebrochen. Ja, ich hab's vorne auch gesagt, also weil du, man hat gesehen, du hast dich immer weiter rangetastet ans Limit, genauso wie es sein sollte. Ja. Und klar bricht das Auto mal aus, weil wir haben einfach ganz schwierige Verhältnisse. Ja. Aber du siehst auch, wie ja, wird noch extra schwierig für dich. Aber du siehst halt auch, das Auto vermittelt dir einfach auch irgendwann Sicherheit und der tastet sich immer weiter ran. Jetzt guck mal hier. Ja, und die Räder sind sogar noch leicht kalt. Also das ist ja, okay. So richtig Temperatur ist noch nicht drin und es ging trotzdem was voran. Vor allen Dingen ist der super ausbalanciert. Ich meine, ich bin Laie, ich kenne die Strecke nicht, ja. Und der ist so neutral und man kann ihn so leicht steuern. Kinder, ist wie ein Computerspiel. Ja, richtig. Aber wenn man will, natürlich, ich bin jetzt auch Sport Plus gefahren, wenn man will, Race Mode, was nicht zu empfehlen ist, wenn man Anfänger ist, dann ist das natürlich ein Tier, dann steht er wahrscheinlich dauernd quer. Ja, er steht quer, wobei der Race-Modus und der S-Plus-Modus, die sind relativ eng beieinander. Das sind so kleine Feinheiten, die einfach nochmal für die Rennstrecke sind. Aber wenn du natürlich zum Beispiel das ESP komplett abschaltest und dann die Traktionskontrolle einschaltest, dann ist es natürlich mal was ganz anderes. Das musst du mir mal zeigen, dann machen wir mal eine Taxifahrt. Da steige ich mal auf den Auto. Jetzt nimmt er mir meine Überraschung weg. Also ich wollte nämlich gerade sagen, komm, soll ich dir mal zeigen, wie man geht? Super geil. Also ich bin gespannt. Ich muss aber wahrscheinlich vorher nochmal gucken hier, dass ich was trinke oder so. Super. Vielen Dank. Gerne. Guck mal, mit einer Hand geht das sogar fast. Da brauchen wir auch zum ersten Mal richtig die Traktionskontrolle. Vor allen Dingen bei dem Wetter, wenn man es im Hintergrund sieht. Stichwort Nässe. Ich bin ja dann mit dem Mr. DTM auf die Rennstrecke gegangen und bin durch eine Pfütze und dann brach mir das Heck aus. Und da habe ich fast gedacht, jetzt schlage ich gleich irgendwie in die Leitplanke ein.